er war schon Gegner vom Nationalsozialismus. Aber kein Gegner, der aufgefallen ist. Am 1. September 1939 überfällt die deutsche Wehrmacht Polen. Hitler bricht einen Weltkrieg vom Zaun, der durch das Nachbarland eine Spur der Verwüstung zieht. Und tausendfachen Tod bringt. Für die polnische Intelligenz und vor allem für die Juden des Landes. Von seinem Entschluss ist Georg Elser im Zeichen des Krieges mehr denn je überzeugt. Der Bürgerbräukeller in München ist jetzt Tag für Tag seine Anlaufstation. Während das Wirtshaus seine Pforten schließt, schleicht der Einzelgänger sich unbemerkt auf die Empore. Hier macht sich der nächtliche Besucher ans Werk. Vor dieser Säule wird Hitler am 8. November sprechen. Die Holzverkleidung hat Elser in eine verschließbare Tür umgebaut. So bleibt unbemerkt, wie er die Säule dahinter nach und nach aushöhlt. In über 30 Nächten Arbeit. Immer in Gefahr, entdeckt zu werden. Georg Elser baut seinen selbstgefertigten Sprengapparat in die ausgehöhlte Säule ein, nachdem er sich vergewissert hat, dass der Mechanismus einwandfrei läuft. Den Zeitzünder stellt er auf den 8. November 1939, 21.20 Uhr. Am Morgen jenes Tages tritt Elser seinen Fluchtweg an in Richtung Bodensee. Über Konstanz will er in die Schweiz entkommen. So, verlaufen aus die Hose. Ja, ja. Kommen Sie mal mit. So, zeige Sie mal, was Sie in der Tasche haben. Was ist denn das? Das? Aha. Das brauche ich immer zum Basteln. So, so, zum Basteln. Ich bin Bastler. Und was bastelst du damit? Uhren, Schlösser. Jetzt reicht's aber, gell? Ich schmier dir gleich eine. Meinst du vielleicht, ich weiß nicht, was es ist? Das sind Teile von einem Zünder. Aha. Ja, was ist denn das? Das ist... Das Abzeichen vom Rotfrontkämpferbund. Meinst du vielleicht, ich kenne das nicht mehr? Das sind Staatsfeinde. Und was ist das? Eine Postkarte. So. Das ist der Bürgerbräukeller in München, wo der Führer heute spricht. Wenn du nicht antwortest, übergebe ich dich der Gestapo. Die werden dich schon zum Reden bringen. Also, warum hast du die Karte eingesteckt? Aus Sympathie. Wir hatten noch eine Viertelstunde, nachdem der Führer weg war, beisammengesessen und dann gab es diesen furchtbaren Knall. Es kam alles herunter und zunächst war, wie der andere Kamerad schon gesagt hat, der erste Gedanke bei jedem, Gott sei Dank, dass der Führer selbst weg ist und dass ihm nichts mehr passiert war. Bei mir ist eben ein dringendes Fernschreiben von der Gestapo München eingegangen. Auf den Führer gegen 21.30 Uhr in München. Ein Attentat verübt worden. Werde sofort alle Zollstellen verständigen, Herr Inspektor. Der Führer? Nein, dem Führer ist nichts passiert. Er hat die Kundgebung bereits um 21 Uhr verlassen. Mit seiner ganzen Begleitung. Jawohl, es hat nur ein paar alte Kämpfer erwischt. Jawohl, das Attentat ist völlig gescheitert. Herr Littler, Inspektor.